Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sollen den Hafenspeicher finden. Der sieht so aus, als ob der da oben im großen Gebäude ist, genau. Jovorviks Hafenspeicher. Hier werden wohl die Waren der Händler aufbewahrt. Hab ich mich jetzt erschrocken, als der Hafenmeister stand. Ich sehe ihn nicht. Ist er da? Geh weiter. Du hast hier nichts verloren. Er hat eine große Klappe, steht normalerweise hier und quasselt. Kaum zu verfehlen. Verschwinde! Jovorviks Hafenspeicher. Hier werden wohl die Waren der Händler aufbewahrt. Es muss einen anderen Zugang geben. Also das ist, Breite deine Flügel aus. Ein Sperrgebiet, dieses Gebäude, nehme ich mal an. Okay. Gut, ist hier einfach reinzukommen, habe ich gerade gesehen. Gehen wir einfach da hoch. Kein Thema. Wir sind ja fit. Nein, du sollst da hochklettern. So, schauen wir mal. Das Lager wird von der Roten Hand gut bewacht. Der Orden hat ein Interesse an diesem Hafen. Was machst du da? Du sollst doch auf dem Markt sein. Ich weiß, ich kriegt der das mit, wenn ich da runterspringe? Ich hoffe mal nicht. Oh doch, da hinten ist noch einer. Spaß nicht. Okay, Die Beschwerden der Händler scheinen den Rat nie erreicht zu haben. Aha. Okay. Schauen wir mal eben. Ach so, der. Nee, doch, der ist hier oben. Dass der mich nicht sieht, das ist ja fast ein Wunder. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4 Leute unten. Wenn ich schon jemanden angreife, würde ich lieber den da unten angreifen, weil der sieht für mich jetzt noch am gefährlichsten aus. Die Frage ist, muss ich jemanden angreifen? Doch, ich muss nach unten, oder? Ah, wird mir unten angezeigt. Na gut, dann würde ich sagen. Können wir das nicht irgendwie von hier aus machen? Niemand da. Was ist geschehen? Niemand da. Ja, so ist gut. Perfekt. Ja, ist sogar noch besser gelaufen, als ich es geplant hatte. Das ist doch wunderbar. So. Theoretisch sollte jetzt hier keiner mehr reinkommen. Man weiß es natürlich nicht. Also, plündern wir erstmal die Truhe. Und ich glaube, oben war noch was, oder? Nee? Na gut, dann plündern wir hier die Sachen. Und müssen dann mal gucken... War das hier gerade grün? Achso, es sah jetzt nur so... Okay. Komme ich da rein oder komme ich da... Ja, da komme ich rein. Perfekt. Dann nehme ich doch erstmal nicht, dass wir durch irgendwas hier rauskommen. Oh! Den Wirbeltod? Okay. Ich gehe mit den Dingern zwar... Also ich kämpfe mit den Dingern nicht, aber schick, dass wir das bekommen haben. Schriftliche Anweisungen. Ich erwarte, dass alles Geld von den Händlern täglich in meine Arbeitsräume gebracht wird. Ihre Stände sind schwarz behangen. Nicht zu verfehlen. Enttäuscht mich nicht noch einmal. Den Stich einer Nadel. Ich bin ihm auf der Spur. Beschlagnahmte exotische Waren. Die sind viel wert. Das könnte ein Anreiz für die Rote Hand sein. Vielleicht wollen sie Reichtum anhäufen. Also, der Hafenmeister zieht die Fracht ein und verkauft sie über die Händler auf dem Markt. Die Beteiligten sind mit schwarzem Stoff markiert. Vielleicht errege ich ihre Aufmerksamkeit, wenn ich auf dem Markt etwas Silber herumzeige. Das könnte natürlich sein.
Achso, hier kann ich gar nicht raus, ne? Aha. Ja, dann müssen wir wieder nach oben klettern. Ich hoffe, doch, ich glaube, da war jetzt gerade... Ne, da war keine Treppe. Oh, das habe ich gar nicht gesehen hier. So hätte ich ihn natürlich auch ausschalten können. Aber okay. Nicht schlimm. So. Kann ich den jetzt hier... Ich würde den gerne Attentaten... Attentäten, was auch immer. Also ich würde den gerne ermorden, mit anderen Worten. Das kann ich aber eigentlich sogar schon, wenn ich da hingehe, oder? So, guck mal hier. Ich war es nicht. Ich habe nur keine Lust gehabt, hier die rote Hand überall zu sehen. Deswegen. Ah, da hinten ist noch ein Typ mit Schlüssel. Moment. Überblicke das Land, Freundin. Da würde ich mal glatt behaupten. Ah, nee, ein Typ mit Schlüssel nicht. Moment, oder? Doch, der Typ hat einen Schlüssel, wenn ich das richtig sehe. Ja, 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 der Typ hat einen Schlüssel. Okay. Dann schauen wir doch mal. Sonst ist hier keiner, oder? Der Copperigata-Markt. Ich zeige den Händlern etwas Silber. Das sollte ihre Aufmerksamkeit erregen. Hm. Muss ich jetzt den Schlüssel dafür haben oder muss ich den Schlüssel nicht haben? Moment. Hallo, meine Gute. Ich habe so viel Silber, dass mein Schiff zu sinken droht. Hilfst du mir, es auszugeben? Sei leise, ja? Man wird dich umbringen, wenn du so angibst. Vor allem in dieser Gegend. Was bringt ein Markt, wenn ich mich nicht an den Ständen umsehen kann, um meinen Gewinn zu verprassen? Du willst dein Silber loswerden? Versuch es in den engen Gassen. Jetzt verschwinde! In den engen Gassen? Okay. Aber das ist trotzdem mein Ziel, der Typ hier, ne? Konzentrier dich. Eben gab es noch Ärger beim Lager. Was meinst du mit Ärger? Ich weiß es nicht sicher, aber die Nadel verlangt nach mehr Schutz. Wir treffen uns nach Sonnenuntergang. Ich weiß nicht. Dann gehen wir gemeinsam zu ihm. Diese Wachen kommen wieder, wenn es dunkel ist. Vielleicht führen sie mich direkt zur Nadel. Wieso kann ich den jetzt nicht bestehlen hier? Hallo, da stand doch gerade noch bestehlen. Nein, jetzt ist der Typ auch weg. Nein, das ist nicht euer Ernst. Jetzt wollte ich den umbringen? Oh, ist das euer Ernst? Ein Schlüssel. Wofür? Ich war's nicht. Lalalala. Okay. Seine Wachen sind nachts auf dem Markt. Wir gehen zu einem nach dem anderen. Und wenn dir einer dieser Krämer Schwierigkeiten hat, erinnere ihn daran, für wen er arbeitet. Oh, mit Vergnügen. Okay. Mein Freund, ich besitze einen Haufen Silber, der mir ein Loch in die Tasche brennt. Kannst du helfen? Was hast du zu verkaufen? Ich habe nichts mehr, aber du bist am richtigen Ort. Frag herum. Jemand auf dem Markt wird ein offenes Ohr für dich haben. Dankeschön. Ja, seine Wachen sind nachts auf dem Markt. Suche die Nadel. Tja. Ist irgendwie alles so ein bisschen... Ich hörte, dass auf diesem Markt eine Menge Silber umgesetzt wird. Ich habe etwas, das für dich von Interesse sein könnte. Dann musst du mit Grigori sprechen. Dem Hafenmeister? Entschuldigung, wer bist du? Jemand, der Geschäfte machen will. Mit Grigori. Dein Gesicht ist mir unbekannt und ich habe schon zu viel gesagt. Bitte geh. Ja, 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 was denn? Hast du da eben von Silber gesprochen? Ich möchte eine größere Menge ausgeben und es nicht an Straßenbettler verschenken. Ah, ich bin kein Bettler, du Depp. Ich bälle mit den großen Hunden. Du meinst die Nadel? Du hast etwas, das er will. Wenn du wirklich Handel treiben willst, geh zu der Statue in der Nähe des Osttors. Na gut. Und du passt auf dich auf, Rotznase. Wer, ich? Bitte,
Ich habe ein größeres Schwert als die meisten. Naja, das sagen alle Männer irgendwie. Okay, die Statue in der Nähe des Osttors. Ist auf jeden Fall gut, dass die mir das anzeigen. In der ganzen Stadt gibt es kaum einen Tropfen. Verzeih, der gesamte Wein ist für das Julfest aufgekauft worden. Schade. Ich habe übrigens gehört, ich weiß nicht, ob wir jetzt, doch, wir können mal kurz zwischenspeichern. Ich habe jetzt schon von diversen Leuten gehört, dass sich das Spiel immer wieder aufhängt. Was deswegen habe ich ein bisschen, ein bisschen Panik, dass das bei mir jetzt auch passieren könnte. Entsprechend kann es sein, dass ich ein paar Mal öfter speichern werde, weil da gibt es wohl diesbezüglich extreme Probleme seit dem letzten Update. So, die Frage ist jetzt, wo... Ah, doch, die Tür, okay. Leere Wagen und schwarzer Stoff markiert das Haus. Aha. Du versteckst dich unter den Ratten, was? Das passt ja. Wir klauen erstmal das ganze HP gut, wenn man das so nennen kann. Und dann gucken wir mal unten. So. Oh. So, mal schauen. Links ist nochmal ein Schlüssel, aber hier sind auch Wachen. Es muss einen anderen Zugang geben. Ja, lass mich überlegen und lass mich schauen. Ach, da kann man hoch. Sag doch, dass man hier so einfach hochgehen kann. Okay. Ich denke mal unters Wasser irgendwo. Du sollst tauchen. Mädel. Was hast du an Tau... Hallo? Aha, ich wusste es doch. Ich wollte gerade sagen, was hat sie an Tauchen jetzt schon wieder nicht verstanden? So, okay. Hat ein bisschen was von Lara Croft. Was aber nichts Schlimmes ist, im Gegenteil. Habe ich hier gerade nicht... Hier darf mich niemand sehen. Das ist unter uns. Okay. Der Klang von Metall. Eine Werkstatt in der Kloake. Ja. Was treibt die Nadel nur? Und das Problem, dass wir hier nicht durchgehen, oder? Ach doch. Was, Wing Commander? All das Silber hier. Teilweise noch verpackt. Ich frage mich, ob es auch eingezogen wurde. Unten rechts ist ein Schlüssel. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Sie schmelzen das Silber zu Barren und Münzen. Was haben Sie nur damit vor? Das geht da runter. Das ist schlecht. Da wollte ich gerade angreifen. Der geht jetzt auch von da weg. Na toll. Ja, entschuldigt, dass ich wieder so leise bin, aber das ist Wahnsinn. Ich konzentriere mich dann immer wie so eine Blöde. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. So. Kann ich mich jetzt von hinten an den Rand schleichen, oder? Moment mal. Ach, das sind zwei. Das hat keinen Zweck. Ja, spring bloß nicht da hoch. Ist okay. Geh doch mal auf die andere Seite. Hallo. Mann. Och, was macht er denn? Hallo. Wollt ihr mich denn verarschen? Ich bin nach hinten gerollt. Ich habe überhaupt nicht geschlagen. Och, Leute, ganz ehrlich, wie bescheuert ist das denn eigentlich? Man will ein Spiel spielen, in dem man reingeht, in dem man in dem Zeitalter spielt, wo es ist. Dieser ganze Kack mit dieser, wie heißt das jetzt, mit diesen Animus und diesen Schwachsinn. Ich meine, die ganzen Leute lästern darüber und ganz ehrlich, ich weiß auch warum.
Es ist sowas von abartig. Jetzt kann ich den ganzen Mist hier nochmal neu machen. Der Klang von Metall. Ja, haben wir alles schon in der Kloake. Was treibt die Nadel nur? All das Silber hier. Ja, nerv mich jetzt nicht mit dem Mist. Ich frage mich, ob es auch eingezogen wurde. Sie schmelzen das Silber zu Barren und Münzen. Was haben Sie nur damit vor? Och Mann, jetzt mach es rot. Ich bin immerhin genau auf den Kopf drauf. Ja, es war klar. Es war hundertprozentig klar, dass das jetzt so laufen würde. Echt. Wo ist der denn jetzt her? Ja. Dass ich auch nichts sehe, das ist auch so klar. Komm, ich habe keine Lust, jetzt hier eine Stunde zu verbringen. Ich wusste noch gar nicht, dass ich hier runtergehen kann. Aber okay. Wo kommst du denn jetzt her? Vor allen Dingen bin ich jetzt gerade extra durch dich durchgerollt und das funktioniert auch wieder nicht. Also, ganz ehrlich, seit dem Update ist es irgendwie... Naja. Bitte, tu das nicht. Du bekommst dein Silber nächste Woche. Doch, das tue ich aber. Dieses ganze Silber. Es wird zu Münzen geprägt. Ja, das ist ja toll. Wieso hängt der denn jetzt immer noch da auf dem Boden? Moment, haben wir hier noch irgendwas zum Einsammeln? Jetzt haben die mir die ganze schöne Atmosphäre ja kaputt gemacht, jetzt mal ganz ehrlich. Och nö. Hab ich denn einen Schlüssel jetzt von dem Typen bekommen? Hallo? Hab ich bekommen. Überrascht mich nicht, dass du dich hier unten herumtreibst. Du? Du hast hier nichts zu suchen. Wir führen einen ordentlichen Hafen in Jofarvik. Das waren deine Worte. Und doch schwimmst du hier im Silber von all den Waren, die du eingezogen hast. Bist du die Nadel oder nur ein weiterer seiner Schergen? Du weißt gar nichts. Das Gewebe dieser Welt ist verbraucht. Zerrissen, löchrig. Irgendjemand muss das alles wieder zusammenflicken. Jemand mit einer starken und auch ruhigen Hand, der einen Faden einfädeln kann. Jemand wie ich. Ist ja nicht besonders. Du bist ein lausiger Poet, doch meine Frage wurde beantwortet. Ja, wir haben alle unsere Schwächen. Deine scheint das Eisen zu sein, das zwischen uns steht. Glaubst du, deine Männer könnten mich aufhalten? Ich halte es nicht für unmöglich. Die Rote Hand ist uns treu ergeben. Das ist mehr, als ich von den Händlern behaupten kann. Beeilt euch! Wir treffen uns auf dem Marktplatz, wenn ihr fertig seid. Oh, bitte. So, führe meine Hand zum Ruhm. Erinnerst du dich, du bist umgestoßen? Nein, tut er nicht. Hallo. Och man, schlag doch einfach mal auf den dämlichen Wolf drauf. Ja, ich weiß, blocken ist wieder nicht. Ach, der ist schon wieder tot. Ja, komm, roll. Du sollst rollen. Hat die das jetzt endlich angenommen? Boah, ey, wie lange muss man diese blöde Taste gedrückt halten, bis die erstmal anfängt zu rollen? Also, ich bin niemand, der jetzt schnell über irgendwelche Updates meckert oder so. Ich hatte auch keine Probleme, muss ich dazu sagen, bei den letzten Updates. Aber jetzt mit dem, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nur noch... Oh, scheiße. Nein, das wollte ich nicht. Das ist nur noch abartig irgendwie geworden. Also, egal was man macht, sie reagiert nicht vernünftig. Ja. Aber dennoch, ich kann nicht mehr... Hallo? Was geht jetzt ab? Mädel, hast du irgendein Problem? Du sollst... Was macht die denn? Hä? Was war denn das gerade? Die sollte ja einfach durch das Loch durch. Och nee, wer ist denn hier schon wieder? Hä? Da hinten ist einer. Chin de la paz.
Hallo. Du bist wirklich so dumm, wie du aussiehst. Komm. Ja, komm. Zu mir. Komm, beweg dich, Dickerchen. Los. Geht doch. So. Da hinten ist noch einer, da ist noch einer. Da wollen wir aber nicht hin, wir wollen nach hier. Dieser Arschling ist mir einfach entwischt. Ich beende es auf dem Kopperiger. Oh, hat sie mich jetzt erschreckt. So, raus mit dir, beende es. Da. Komm einfach da hoch. Da hinten sind zwar auch Leute, aber wir gehen da hoch. Komm. Mädel. Du bist so durchtrainiert, weißt du? Du musst nur nach oben. So, wir speichern mal kurz. Nicht, dass er wieder irgendwelche Probleme hat. Können wir da durch? Ja. Komm, geh doch einfach mal. Oh, geh doch einfach mal so, dass ich was sehen kann. Achso, hier ist gar nicht offen. Sag das doch einer. Na komm, begleite mich. Ey! Bewegung tut dir gut. Grigori. Genieß die frische Luft, den Anblick, die Geräusche, die Gerüche. Bitte, Grigori. Ich dachte, es macht dir nichts aus. Es waren nur ein paar Münzen. Ich verstehe. Es war nicht dein Fehler, sondern meiner, weil ich dachte, du hättest mehr als Luft zwischen den Ohren. Ich habe dir so viel Silber gegeben, dass ich meine Kinder nicht mehr ernähren kann. Von mir ganz zu schweigen. Bitte, sei gnädig. Oh Gott. Händler von Jovorvik, ich versprach euch eine Zukunft voller Gelegenheiten. Und was wollte ich im Austausch dafür? Erinnert ihr euch? Treue. Ja, Treue! Möge dies als Lektion dienen, falls noch jemand auf die Idee kommt, meine Tätigkeiten zu stören. Tja, ich würde sagen, ich komme auf die Idee. Ihr macht, was euch aufgetragen wird. Och, man geht da hoch. So einfach geht das. Als Kind dachte ich, Schneeflocken wären Gottes Tränen, eingefroren durch unsere Sünden. Geschwächt vom Hunger, starrte ich in den Himmel und hoffte, dass er für mich weint, dass er mich retten wollte. Aber Gott rettete mich nicht. Die kam er schon. Er brachte mich in ein schönes Haus, gab mir reichlich zu essen, ein warmes Bett. Zum ersten Mal reichte mir jemand die Hand und zeigte mir Güte, Mitgefühl. Und dann leistete ich einen Eid. Ich schwor, den Mann nie zu verraten, der für mich da war, als Gott sich abwendete. Also hast du der Kammer gedient, obwohl du wusstest, woran er beteiligt war. Der Orden sorgte dafür, dass ich unsere Pfade kreuz. Zum Dank bewahre ich die Stadt vor der Selbstzerstörung. Eine Lebensschuld ist ein starker Antrieb. Sie übernahm den Hunger dieses Mannes, rührt ihn und ließ ihn nie wieder los. Doch nicht mit demselben Mitgefühl, das dir gezeigt wurde. Zu viele mussten für das Erreichen deiner Ziele leiden. Du hast recht. Vielleicht verdiene ich diesen Tod. Aber ich bin nur ein Zahn in einem großen Rad. Und das dreht sich unvermindert weiter. Nicht mehr lange. Wo du jetzt bist, werden keine Tränen auf dich warten.
Ja, 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 habt ihr gedacht, ne? Nächster. Ich glaube auch nicht, dass die mir jetzt hier irgendwie groß hinterherkommen. Ja, wir haben die Quest beendet und sogar 2 Fertigkeitspunkte dabei geholt. Sehr schön. Die lassen mich jetzt auch in Ruhe, so wie es aussieht. Das ist noch besser. So, ich gehe mal einfach davon aus, dass die jetzt nicht mehr hier sein werden, die rote Hand. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wir werden uns jetzt noch ein bisschen weiter begeben und eben zu unserer Freundin zurückkehren und ihr die frohe Botschaft übermitteln. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Und ich hoffe, die wird mir dann sagen, danke, dass du die Stadt von der roten Hand befreit hast. Ich darf euch jetzt nicht angreifen, das ist echt schlimm. So, Jungskrieger müssen wir auch nicht mehr anheuern. Achso, das war der Jungskrieger, ich wollte gerade schon sagen. Hi. Was hast du zu berichten? Die Nadel wird nicht wieder stechen. Sehr gut, Eivor. Wer versteckte sich hinter diesem Namen? Meine Liebste, es gab einen Angriff auf dem Markt. Der Hafenmeister Gregori ist tot. Die Nadel. Er verkaufte beschlagnahmte Waren, um Silber für die Kammer zu beschaffen. Dazu war er gar nicht befugt. Wieso haben die Leute ihm geglaubt? Das Siegel des Rats. Diese Ratte. Das läuft aus dem Ruder. Dass er das in seinem Besitz hatte, ist äußerst beunruhigend. Ich muss zurück und das Julfest vorbereiten. Aber ich tue es mit gespitzten Ohren und offenen Augen. Passt auf euch auf. Ein wertvolles Siegel und ein Rätsel. Einer der vier ist unser. Einer der vier. Rixige, Faravid, Audun und... Hör, die vier Mitglieder des Rats. Wir sollten sofort ihre Räumlichkeiten durchsuchen, während sie mit dem Julfest beschäftigt sind. Ja. Ja. Komm, zum Archiv. Ja, da... Das werden wir früh genug erfahren. Sch, ruhig. Ich wollte gerade abmoderieren. Da werden wir auch hingehen, aber das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Und ja, sie ist jetzt gerade hier am Drängeln, deswegen fasse ich mich kurz. Danke, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge. Ciao.